Wir müssen aber stehen bleiben, bitte. Ich fahr einmal weiter. Ist das dein Auto? Nein. Aber schau mal in der Tasche rein, für euch Schlüssel drin. Ist drinnen bei dir Schlüssel? Da kann auch kein Schlüssel drin sein, wenn das nicht sein soll. Moin, moin. Ja, darf ich hier backen? Sie möchten gerne backen hier? Ja, bitte. Backen. Ja, genau. Achso, Sie möchten gerne Kekse backen oder Kuchen backen? Einmal bitte rankommen, bitte. Einmal bitte rankommen. Bitte rankommen. Bitte rankommen. Bleiben Sie stehen, bleiben Sie da stehen. Sag mal, rufen Sie den Petersfragen an, oder wie? Ja. Yo, was geht, Bruder? Mein Name ist Terry Jackson, ey. Y'all already know what's Gucci. Auf jeden Fall sind wir heute mal wieder unterwegs und heute bin ich mal für einen Tag ein Parkwächter. Und heute werden wir mal die Falschparker mal auf die Nerven gehen. Und ich sehe schon wieder einen Falschparker. Das wird wieder teuer. Auf jeden Fall schreibe ich ein Ticket euch fertig. Und auf jeden Fall, wenn ihr neu diesen Kanal seid, abonniert diesen Kanal, folgt mir auf Instagram und auf Snapchat. Y'all already know what's Gucci. Gehen wir direkt zum Video. Wir haben den ersten Falschparker. Ey, Glück gehabt. Er hat den Schlüssel für den Eingangswärmerfilm. Er hat Glück gehabt. Ich hätte sonst direkt einen Zettel verpasst. Ich hab hier einfach die Daten. Was haben wir? Einmal die 608. Ja, B. So ein Problem mit den E-Rollers hier. Die parken ja alle falsch. Ich muss ein paar Bilder machen, ja? Das ist ein Problem gerade mit den ganzen E-Rollers hier in Hamburg. Die sind wirklich überall. Das ist echt eine Katastrophe. Gehen wir mal weiter hier, ja? Oh, schön, dass der nächste E-Roller. Hier seht ihr, das ist Katastrophe hier. Katastrophe. Entschuldigung, nur 10 km erlaubt, ne? Nur 10 km erlaubt. Mehr nicht. Entschuldigung, vom Fahrrad. Langsamer fahren, bitte. Ein bisschen langsamer fahren. Sie fahren viel zu schnell. Ein bisschen langsamer. Das ist hier ein Problem mit dem Fahrradfahrer, weil die fahren wirklich wie die wollen. Und siehst du, habt ihr gesehen? Einfach direkt weiter. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist ein gutes Beispiel. Alle auf einen Fleck. Man kann in Ruhe durchgehen. Hier so ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, sagen wir einfach mal 10. 10 Meter Platz frei, damit die Menschen durchgehen können. Finde ich sehr gut. Ah, hier, der nächste Fahrradfahrer. Entschuldigung, Sie auf dem Fahrrad. Einmal bitte rankommen, bitte. Einmal bitte rankommen. Bitte rankommen. Bitte rankommen. Bleiben Sie stehen, bleiben Sie da stehen. Fangen Sie bitte zu mir. Wenn Sie mitten auf der Straße, bleibt einfach stehen. Ja, mal rankommen. Moin. Schönen guten Tag. Wie heißt Sie, Frankfurter? Wie heißt Sie, Frankfurter? Wie heißt Sie? Ja, und zwar, Sie fahren halt mitten auf der Straße. Was haben Sie? Sie müssen ein bisschen gucken, wenn Sie sind gefährlich. Sie fahren richtig schnell. Nee, ich fahre. Guck mal, es gibt keine Fahrräder. Andere sind Baustelle. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen mal, wo Fahrradweg ist. So, wie ihr wiedersehen könnt, haben wir wieder einen Falschparker. Also wieder ein E-Roller mitten auf dem Gehweg. Entschuldigung, ist Ihr E-Roller? Sicher 100%? Weil sie stehen gerade hier nebenbei, weil ich muss hier einen Straftelefon machen. Ja, egal, mein Auto ist hier weg. Ist das Ihr Auto? Ja. Ah, falsch? Ah, okay. Was ist Ihr Auto? Ah, okay, gucken wir mal. Okay. Ja, Sie haben heute Glück, Sie haben heute richtig gebracht. Heute kriegen Sie kein Zettel. Ja? Schönen Tag, Herr. Danke, tschüss. Sie kommen hier. Wir haben genau von diesem Punkt bis hier, das ist alles Fahrt, okay? Bitte in Zukunft, das wird teuer. Okay, aber danke. Mashallah. Ich muss echt sagen, ne, ich habe gedacht, die nehme ich hier. Check mal einmal kurz mein Outfit ab. Also, sag mir mal bitte. Wer nimmt mich so ernst? Also, ich habe gedacht, keiner wird mich ernst nehmen, aber anscheinend nehme ich hier ernst. Ich habe mir eine Pizza gegönnt. Das ist gerade ein großes Problem, denn wir haben gerade ein Auto ohne Kennzeichen. Das Auto steht wahrscheinlich. Lass mich liegen, wahrscheinlich über 3-4 Wochen. Das ist halt für andere Leute, die gerne parken wollen, halt scheiße. Deswegen bekommt halt von mir einen fetten Strafzettel. Das würde ich halt definitiv an die Polizei weiterleiten. Kein Kennzeichen, kein nichts. Ja, ne? Okay, was haben wir hier? Wenn wir einmal so ein Kennzeichen. Ja gut, egal, ich schreib das mal auf. So. Stehen bleiben, bitte.
Ich fahre einfach weiter. Entschuldigung, auf den E-Roller meine ich. Ja, genau Sie. Einmal bitte zurückkommen, bitte. Ich schaff nicht, meinen E-Roller zu kommen. Moin, moin. Wir wissen schon, wo wir dich verhalten. Sorry? Englisch? Ja, Deutsch. Beides. Beides? Was wollen Sie eher, Deutsch oder Englisch? Egal? Ja. Ich mach auf Japanisch. Das ist Hau mit Hau. Nee, auf jeden Fall, Sie wissen, wie man also einen E-Roller benutzt. Wo fährt man damit? 2-4 Minuten weit weg von hier. Nee, meine Frage war, wissen Sie, wo man drauf fährt? Also beziehungsweise auf der Straße, auf dem Gehweg? Nee, also so mein Verstand ist, es gibt keine Regel. Aber in also der Regel ist es in der Straße. Mit diesem Teil dürfen Sie nur auf der Autobahn fahren. 60 km/h, nur auf der Autobahn. Sieht das Auto hier? Komm, gehen wir mal kurz ran. Mal anspringen, mal gucken, ob er da ist. Jungs, ist das euer Auto? Ist das euer Auto? Ja? Wie lange muss ich stehen bleiben? Sprechen Sie Deutsch. Englisch? Ist es Joko? Nein, Maschine du weg? Nein. Renault? Ja? Renault, ja. Ist es Joko? Ja, was hat es? Wo ist es? Ukraine? Ukraine. You come Ukraine with the new water and car in the water? Germany? What? Ukraine? Yeah, Ukraine. Should I Germany? Germany tourist. Oh, okay. Ja. Also hier ist es nicht zugelassen. Hier müssen Sie schieben. Und erst auf der Autobahn, auf der Autobahn Richtung Hauptbahnhof, da dürfen Sie das E-Roller benutzen. Also hier bitte schieben, okay? Ja, aber wo soll ich jetzt hinfahren? Ja, ein bisschen schieben, also auf den Gehweg schieben und das Teil darf nur auf der Autobahn benutzt werden. Auf der Autobahn. Das ist ein blaues Zeichen. Also ja, soll ich auf diese Seite gehen? Ja, genau, einfach hinschieben. Ich kann sie auch begleiten. Ja, aber nicht fahren, nur auf der Autobahn dürfen Sie mitfahren. Große Straße, Autobahn. Ja, große Straße, okay, aber genau. Hier ist keine große Straße. Genau, das heißt, Sie müssen sie schieben, haben Sie gut begriffen, genau. Aber dann soll ich auf diese Seite fahren? Nee, nicht fahren. Sie müssen schieben. Nee, aber schieben warum? Weil es hier verboten ist. Sie dürfen diesen. Ja, ich bin hier. Ich habe hier die Ordnungswidrigkeit, die ich auch gerne schreiben würde. Also zu meinem Verständnis bisher, es gibt keine bestimmte Regel. Deswegen. Nee, das ist meine Regel. Das Ding ist, ich habe diesen Spot hier gekauft. Das gehört alles mir. Hat mein Vater damals vor 50 Jahren gekauft und ich habe es übernommen. Okay, dann kann ich schon auf die andere Seite gehen. Aber genau, aber das kostet 60 Euro. Okay. Alles klar. Zweite Reihe. Wir haben gleich hier einmal notieren alles. Ihr Auto? Wem gehört das? I don't know. Ich spreche auch Deutsch, keine Sorge. Mein Auto ist nicht. Okay. Ist euer Auto hier? Komm mal einmal ran hier. Es ist hier. Nee, das geht nicht. Moin Männer hier. Ist euer Auto? Nee. Dein Auto? Dein Auto, hast du Schlüssel vielleicht? In deiner Tasche, guck mal nach, vielleicht ist es drin. Schlüssel, Mann, der hat Schlüssel drin. Oder guck mal, ist es dein Auto? Nein. Aber schau mal in deine Tasche rein, vielleicht Schlüssel drin. Ist drin bei dir Schlüssel? Da kann auch kein Schlüssel drin sein, wenn das nicht sein soll. Ach so, ja, tut mir leid. Missverständnis. Ja, musst du wieder aufschreiben, jetzt zweite Reihe. Dann musst du hier mal. Musst du da mal fragen, die Kneipe? Ja, aber der hat Nein gesagt. Das ist hier eine Unverschämtheit. Die zweite Reihe jedes Mal, ey. Das ist 50 Euro Bußgeld hier. Meine Fresse, ey. Was kostet so eine Busstrafe nun? Ja, wenn Sie fragen, was kostet für Sie 100 Euro? Also wenn Abschlepper kommt, ist teurer. Nein, kostet 500 Euro, weil ich sauer bin. Ich bin sauer, total sauer. Entschuldigung, wissen Sie, wer hier arbeitet? Ja, er hat frei. Er hat frei heute? Ja. Weil ich sollte die Schicht übernehmen, deswegen. Ja, sicher. 100%. Der Wochenende sowieso nicht. Okay, sollte ich übernehmen. Ja, mach doch. Ich hab keinen Schlüssel, weil er meint, er wäre heute hier, deswegen. Schade. Ist vielleicht eine Nummer hier? Irgendwo? Keine Ahnung. Ein paar Sekunden später. So, rufen wir da kurz an. Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Warum schreibst du das denn alles auf hier? Warum? Warte mal, das ist hier aber Arbeit. Ich verdiene mein Geld.
Mit Lautsprecher auch? Ja, ja, ja. Ich kann auch laut werden. Ja? Ja. Mach mal. Ja, ja. Wollen Sie hören? Ja. Was wollen Sie denn hören von mir? Ja, was machst du? Einmal Abstand nehmen, bitte Abstand. Abstand. 2 Meter bitte. Oh, der ist aber laut. Hier ist gar kein Parkplatz frei, wir tun aber so. Hallo? You wanna park? Ja. Ja. Okay. Da war frei. Achso, da war frei? Ja. Oh. Bruh. Ja. Wir packen da. Okay, ja. Dann packen wir da. Alles klar. Ja. Ja, wie macht er denn Fotos? Guck mal, das Problem ist, ich muss das erzählen. Und zwar, guck mal. Letztes Mal hat ein Typ falsch geparkt. Ja. Und dann habe ich halt alles aufgeschrieben. Ja. Ich war am Schreiben und dann ist er direkt abgehauen mit dem Auto. Ja. Weißt du, wie er aussah? Nee. Er hat eine blaue Jacke an. Ja. Und so einen kleinen Bart und so kurze Haare. Und schwarze Schuhe. Ja. Und hatte so ein Colorway Beige, irgendein Colorway. Auf jeden Fall in der Farbe. Ja, super. Ich hatte keine Augenführerschein. Ich hätte mein Auto nicht. Aber ich hatte einen Augenführerschein. Aber der Typ hatte eine blaue Jacke an. Ja, er sah auf jeden Fall genau aus wie Sie. Moin. Moin. Ja, darf ich hier backen? Sie möchten gerne backen hier? Ja, bitte. Backen, ja, genau. Achso, Sie möchten gerne Kekse backen oder Kuchen backen? Nee, ich will mein Auto backen. Mein Backen oder Parken? Parken. Parkenplatz. Achso. Ja, also ich glaube, die Parkplätze sind gerade voll, außer hier vorne ist noch was frei. Und ja, schauen Sie mal. Ich glaube, hier vorne ist was frei. Also, Sie können überall reinfahren, wo was frei ist. Okay. Aber ich muss ein Ticket kaufen auch? Ja, Sie müssen ein Ticket kaufen. Von wo? Da ist ein Automat. Alles klar. Okay, danke. Ciao. So arbeitet man. Wie heißt es, wenn ich fragen darf? Ich, Meier. Meier? Ja. Ich rufe mal kurz die Zentrale an. Augenblick. Ich sag, du hast kein Telefon. Mein Mann. Einmal Meier hier. Nee, warte mal, ich hab meinen Nachnamen. Ist mein Nachnamen? Okay, ja. Nee, ich kann das richtig. Gut. Ja? Ein Meier haben wir hier. Augenblick, okay. Ja. Ja, mein Ausweis. Ich wohne nicht hier, ich wohne im Stadion. Du wohnst im Stadion? So genau? Ja, ist neu. Sicher? Ja, ist neu. Wer kauft? Ist immer ein deutscher Pass? Ja, ist deutscher Pass. Deutscher. Ich habe keinen deutschen Pass. Nee, du hast einen anderen Ausweis. Ich träume davon jetzt mal. Wir werden ja gerade beobachtet von einem Kochmann. Für Filme. Ja, kann ich Ihnen helfen? Ja, einmal deinen Ausweis. Mein Ausweis? Ja. Warum? Du bist hier nicht untersucht. Du bist hier kein Wagenmeister, kein gar nichts. Du kannst eigentlich auch gar nicht fragen. Okay. Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Einmal Ihr Ausweis bitte? Einmal 3, 4 bitte. Okay. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Hey, ich will deinen Ausweis sehen. Mein Ausweis? Ja, als Wagenmeister. Wer sind Sie denn? Sag ich nicht. Einmal Ihren Namen bitte? Sag ich nicht. Das Ding hat Alkohol? Was ist das, Cola oder Bier? Cola. Was ist Alkohol? Warum musst du das nur aufschreiben? Warum? Sag mal, Sie sind sehr neugierig, ja, warum, oder? Warum, Sie sind sehr warum, neugierig. Warum fragen Sie eben meinen Ausweis? Ja, Sie haben doch Ihr Ausweis gezeigt, oder? Ja. Ja. Genau. Ja, okay, ich wünsche Ihnen was. Einen schönen Tag. Ich muss noch weiterarbeiten. Schönen Tag. Wie heißt Sie nochmal, wenn ich fragen darf? Herr Meier. Herr Meier? Das war der Typ. Genau, er hat falsch geparkt. Ne, es ist mein Gebiet hier, ich passe ein bisschen auf. Nee. Das ist mein Bruder. Der hat alles dabei. Genau, hier, so muss das sein. Hier. Siehst du, das ist alles meine Kunden. Ja, hast du hier hinten einen Schlüssel für das Häuschen? Also, wie gesagt, das heute ist mein allererster Arbeitstag und. Kann nicht sein. Doch. Kennst du einen Herrn Sakudi? Nein. Das ist der Chef von der Laden, ja? Doch. Ah, der ist nicht für dich beauftragt. Doch? Nee. Wissen Sie, wie ich heiße? Sehen Sie? Ich bin hier perfekt angezogen, ich muss auch meinen Job machen. Ja, dann muss aber hier dich ausweisen können. Ah. Als Wagenmeister. Sind Sie Koch oder was sind Sie gerade? Ja, Koch. Ja, warum gehen Sie weiter kochen? Wir haben gerade Mittagspause. Ja, ich habe auch gerade Mittagspause. Schwarze Jacke, ein paar Stücke in der Hand. Alles klar. Sie haben zufällig ein Auto hier in der Nähe. Das ist falsch gefahren. Wie heißt Sie, wenn ich fragen darf? Datenschutz. Alles klar, Datenschutz. Wir würden ihn hier lieber abzischen, ne? Warum? Das ist nicht dein Gelände hier. Alter, sag mal, ich arbeite hier. Ich habe einen Vertrag bekommen. Der geht 2 Jahre lang. Ich habe Kinder zu Hause, ich hab Ziegen zu Hause, Hunde, die müssen ja alle füttern. Und Sie wollen mich hier gerade hier aufhalten für meine Arbeit? Du arbeitest hier nicht. Oh, Unverschämtheit, ey, weißt du? Hier will man arbeiten, so kommt so ein Mensch wie ich in Ruhe arbeiten.
Sag mal, rufen Sie den Petersfragen an, oder wie? Ja. Ja, aber you know it's good. Wir kommen jetzt zum Ende und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wie gesagt, lasst einen Daumen hoch da. Und ja, yeah, you know it's good. Peace. Bis zum nächsten Mal.